Ja, dann guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den VfL Bochum. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Trainer, Heiko Butscher für den VfL Bochum und Ralf Hasenhüttl für den VfL Wolfsburg, und darf den Gästetrainer zunächst um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Ja, wir sind natürlich enttäuscht, weil wir uns sehr viel vorgenommen haben für dieses Spiel. Ich denke, insgesamt sind wir gut in die Partie reingekommen. Das, was wir vorhatten, haben wir sehr gut umsetzen können, speziell in der ersten Halbzeit. Hatten dann auch ein bis zwei richtig gute Möglichkeiten. Aber das ist unser großes Problem, dass wir da einfach nicht in Führung gehen und dann das Gegentor fressen, wo wir doch drei bis viermal die Gelegenheit schon vorher hatten, einfach zu klären. Ja, und in der zweiten Halbzeit fand ich dann, war es ein typischer Fight für so ein Spiel, wo es um einiges geht. Wenn ich die Statistik jetzt auch gerade hier ein bisschen angucke, sehr, sehr ausgeglichen. Ja, wir haben alles investiert, haben dann auch noch umgestellt, haben sehr viele Flanken geschlagen, hatten dann, glaube ich, auch noch eine gute Möglichkeit durch Philipp Hofmann. Aber Wolfsburg hat uns oder hat alles dagegen geschmissen und hat es uns schwer gemacht, aber wir haben alles versucht, die Moral ist intakt, trotzdem stehen wir mit 0 Punkten da und sind klar enttäuscht, aber wir haben jetzt noch 4 Spiele, die Marschroute ist klar, uns ist bewusst, dass wir ganz unten drin stehen, ja, aber 4 Spiele sind 4 Spiele und wir werden gleich am Freitag gegen Hoffenheim versuchen, dort die Punkte zurückzuholen und da 3 Punkte zu holen. Dankeschön. Vielen Dank, dann bitte ich dich, Ralf, um dein Statement. Ja, also war natürlich das erwartete Spiel. Vor dem Spiel wurde ja viel darüber diskutiert, ob diese Mannschaft auch Abstiegskampf kann. Ich glaube, heute war so ein typisches Spiel, wo man den Druck spürt von der ersten Minute, weil so viel am Spiel steht. Und deswegen, glaube ich, hat die Mannschaft heute ein Gesicht gezeigt, was man genau heute zeigen muss. Ich glaube, wir haben einfach gut dagegen gehalten. Wir haben vieles natürlich fußballerisch heute nicht lösen können, weil der Gegner sehr aggressiv ist und einen eigentlich nie in den Rhythmus kommen lässt. Das war fußballerisch sicherlich bei Weitem unser schwächstes Spiel, aber darum ging es heute eigentlich auch nicht. Es war heute von vornherein klar, dass das heute ein Spiel wird, wo es eher um den Kampf geht, wo es eher darum geht, dass wir dagegen halten und diejenigen Chancen, die sich uns bieten, dann auch nützen. Und eine davon haben wir genützt. Zweite Halbzeit hatten wir natürlich ein paar richtige Bretter, wo wir das Spiel eigentlich früher entscheiden können, die wir dann nicht genützt haben und deswegen bis zum Schluss dann zittern mussten. Aber ich glaube, die Mannschaft hat sich heute diesen Sieg einfach verdient aufgrund ihrer Körpersprache, ihrer Fähigkeit auch dagegen zu halten, diese Zweikämpfe zu gewinnen, und hat, glaube ich, auch über die Wechsel und über die frischen Kräfte, die wir zweite Halbzeit gebracht haben, war es notwendig, dass wir da einfach unserem Mann stehen heute. Und das haben wir getan, und dafür kann ich der Mannschaft nur gratulieren. Vielen Dank an die beiden Trainer. Dann bitte ich um Ihre und eure Fragen. Hier vorne in der ersten Reihe, Thomas Gassmann von der WAZ. War das jetzt für den VfL und für Sie auch ein Befreiungsschlag, ein sportlicher, oder? Ja, geht es jetzt weiter der Abstieg ist noch lange nicht verhindert? Nee, also tabellarisch war es natürlich ein ganz wichtiger Sieg, das brauche ich euch nicht zu erklären, ihr könnt die Tabelle selber lesen. Und wer unser Restprogramm kennt, der wusste, dass die nächsten 3 Spiele für uns, also jetzt noch 2, wahrscheinlich die entscheidenden sind, ob wir dann zum Schluss noch gegen Mainz oder gegen Bayern dann punkten müssen. Also das sollte eigentlich das Ziel sein, dass wir das nicht mehr müssen, und deswegen brauchen wir die nächsten 2 Spiele auch noch Punkte. Und wichtig war der Sieg heute, das war ganz, ganz entscheidend. Wir haben ein bisschen Luft, aber es sind auch noch viele andere Mannschaften dadurch in die Verlosung gekommen, und das ist genau das Ziel, das wir hatten, und deswegen war das natürlich ein wichtiger Schritt für uns. Thomas Siete vom Kicker, genau, in der 4. Reihe. Herr Hasenhüttl, jetzt waren Sie auch mal Stürmer, haben wahrscheinlich auch irgendwann mal eine Durchstrecke erlebt. Was macht so ein Tor heute für und mit Jonas Wind, wenn nach so langer Zeit der Ball endlich mal wieder reingeht? Ja, das ist, glaube ich, schon für einen Stürmer ein ganz, ganz befreiendes Erlebnis, das endlich wieder mal zu spüren, wenn man das Tor macht, weil man schon zu zweifeln beginnt. Wir haben ihn heute versucht, auf einer etwas anderen Position vielleicht dann auch
eher als den einzusetzen, der dann die anderen zwei schnellen Spitzen einsetzen kann und dort eigentlich mit seiner fußballischen Qualität dann punkten kann. Das hat er auch phasenweise richtig gut gemacht, wie ich finde. Er hat auch immer wieder Chancen vorbereitet heute. Und über dieses, ja, sich ein bisschen zurückziehen, kommt er dann vielleicht auch in eine Situation wie beim Tor, wo wir ein super Gegenpressing haben und deswegen den Ball wieder zurückgewinnen, der eigentlich schon weg war. Und das macht er dann überragend, muss ich sagen. Das ist genau seine Stärke mit dem Rücken zum Tor, dass er sich da dreht und in der Box dann eben zum Abschluss kommt. Das war ganz große Klasse. Daniel Mau von den Wolfsburger Nachrichten, entschuldige. Herr Sonnütte, Sie haben gerade schon den besonderen Charakter des Spiels angesprochen. Wie sehr hat das auch Ihre Aufstellung beeinflusst, also die Qualitäten der Spieler danach auszusuchen, dass sie bereit sind für dieses Spiel? Ja, ich glaube, das habe ich ja letzte Woche nach dem Leipzig-Spiel schon angedeutet, dass ich in der Woche sehr genau hinschauen werde, wer was anbietet. Und ich glaube, dass wir heute vor allem Spieler auf dem Platz hatten, die wirklich dagegenhalten können, die eben sich in jeden Zweikampf werfen, die eben auch bereit sind, so ein Spiel auch anzunehmen. Weil es ist nicht immer der schöne Fußball, es ist nicht immer die feine Klinge, die wichtig ist, sondern manchmal sind es auch andere Tugenden. Und deswegen war, glaube ich, der Weg, den wir heute gegangen sind, der einzige gangbare für mich. Kevin Schwank von der Bild-Zeitung, bitte. Ist dann in genau so einer Situation Lovro Mayer der Spieler, den man gerade in dieser Phase nicht so gut gebrauchen kann? Also das ist das zweite Mal auf der Bank und hat gar nicht gespielt. Ich glaube nicht, dass man ihn gar nicht brauchen kann, aber sicherlich ist dieses Spiel für solche Spieler dann wahrscheinlich etwas unangenehmer, weil sie kaum in Rhythmus kommen, wahrscheinlich auch kaum Möglichkeiten haben, dann ihre Qualitäten am Ball zu zeigen, weil da ging es immer darum, dass man den zweiten Ball da ist, dass man die Bälle irgendwie wieder blockt und so weiter und das ist halt, ja, vielleicht für den einen oder anderen Spieler nicht ideal, aber im Endeffekt, glaube ich, müssen wir alle wissen, dass wir jeden Spieler brauchen, das tun wir auch. Sicherlich nicht einfach. Ich muss im Moment aus den Spielern, die wir haben, eben immer die beste Mischung finden für die Situation, in der wir sind. Das ist meine Aufgabe und wenn wir dann gemeinsam die drei Punkte holen, dann haben alle ihren Teil dazu beigetragen, weil ich muss sagen, ich habe die Woche eine sehr, sehr gute, eine sehr gute Intensität im Training gesehen, weil wir eben genau gewusst haben, was wir brauchen. Und da hat jeder seinen Teil dazu beigetragen, auch wenn er heute vielleicht nicht gespielt hat. Bitte schön. Ja, hallo zusammen, Ralf Ritter von der WAZ Bochum. Glückwunsch an Wolfsburg. Eine Frage an Heiko Butscher. Das 0-1 fiel aus meiner Sicht in der besten VfL-Phase. War das so ein bisschen der Genickbruch? Weil in der zweiten Halbzeit, wie erklärst du dir das, gab es nur diese eine Chance von Hofmann und sonst eigentlich überhaupt keine Gefahr? Ja, natürlich, da bist du erstmal enttäuscht, wenn du eine gute Phase hast, hast ein bis zwei richtig gute Torchancen und dann frisst du das Gegentor. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir uns klar vorgenommen, genauso weiterzuspielen erstmal, weil es gab einfach nicht viel zu kritisieren bzw. zu verbessern. Ich fand, wir waren richtig gut im Spiel drin. Ja, wir haben eine spezielle Spielweise, das ist ganz klar, das hat man ja auch gehört. Das ist auch sehr, sehr, sehr unangenehm und genau das wollten wir sein und das waren wir auch. Und deshalb haben wir genauso weitergespielt. Ja, wir haben dann durch die Wechsel dann auch, wir haben alles versucht, offensiv dann auch zu wechseln, ja, und nochmals Druck aufzubauen. Aber mir ist schon auch aufgefallen, dass wir dann 20 Minuten vor dem Schluss nicht mehr diese Klarheit und diese Ordnung hatten, die wir brauchen, um genau dieses Spiel dann auch so aufzuziehen. Ja. Wir haben versucht, sehr viel mit Hereingaben, Flanken auf den zweiten Ball dann zu gehen, das immer gefährlich ist. So haben wir sehr, sehr viele Tore gemacht. Und das ist auch brutal unangenehm zu verteidigen. Und das haben wir dann nicht mehr hinbekommen, war nicht mehr ganz so positionstreu. Und das werden wir aber auch klar ansprechen, weil du brauchst eine klare Struktur, damit du in die Abläufe reinkommst und dann genau diese Torchancen dann auch erarbeiten kannst. Und das ist sicherlich ein Kritikpunkt, wo ich auch ansetzen werde, dass wir da ein bisschen den Kopf verloren haben und nicht mehr in unseren Abläufen drin waren. Die Bild-Zeitung und der Kicker nochmal, erst Kevin, dann Thomas. Herr Hasenhüttl, Mario Basler hat unter der Woche Kevin Behrens, ich sag mal, stark kritisiert, ihn unter anderem die Erstligatauglichkeit abgesprochen, um was mal zu umschreiben. Wie finden Sie eigentlich sowas, wenn ein vermeintlicher Experte so scharf mit Ihren Spielern in die Kritik geht? Ja, ich muss ehrlich sagen, der Sieg heute ist zu schön, als dass ich mir über solche Dinge jetzt Gedanken mache. Ich glaube, es ist absolut respektlos und trotzdem
ich weiß schon, was ich an Kevin habe. Und das hat er heute auch wieder gezeigt, auch wenn er den einen Ball vielleicht nicht so gut mitnimmt, aber wie der Junge da vorne ackert und was der auch schon unter der Woche, wo er gesehen hat, er spielt nicht, wie der darauf reagiert, muss ich sagen, das ist einfach ein Vollprofi. Und ja, dazu gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Sie hatten im Vorfeld gesagt, Sie müssen den Spagat hinbekommen zwischen der taktischen Disziplin, die Sie auf dem Platz haben wollten, und der Offensivpower. Wie sehr müssen Sie jetzt den Spagat hinbekommen, die Mannschaft auch mal durchatmen zu lassen in einer Situation, die ja offenbar, wenn man das Spiel sieht, auch was macht mit den Köpfen dieser Spieler und trotzdem diese Spannung dann hochzuhalten jetzt für das nächste Spiel dann auch gleich wieder? Ja, ich glaube, dass, wie gesagt, taktisch heute die Jungs sehr diszipliniert waren. Wir haben ja in der ersten Halbzeit Riesenprobleme gehabt mit diesen Flanken auf die rechte Seite, weil da war Kili und Riegle schon ein bisschen überfordert. Da waren sehr unangenehme Situationen. Wir haben dann in der Halbzeit Maxence rausgezogen und Janik ein bisschen fallen lassen. Und das meine ich unter taktischer Disziplin, das sofort anzunehmen. Es geht natürlich einfacher, wenn man das in der Halbzeit ändert, als während des Spiels. Deswegen habe ich damit bis zur Halbzeit gewartet. Und es ist nicht schwierig, jetzt den Jungs mit einem Sieg im Rücken zu sagen, das war okay, aber das und das und das kann man natürlich noch besser machen. Ich glaube, wir wissen schon, dass da noch ein weiter Weg zu gehen ist für uns, aber wir haben jetzt einen ganz, ganz wichtigen Sieg geholt und das gibt uns natürlich auch den Rückenwind, den wir brauchen unter der Woche, um mit der Mannschaft kritisch umzugehen für Dinge, die wir besser machen können, aber auch sie zu loben und zu sagen, so kann es funktionieren, so sind wir in der Lage, auch solche engen Spiele auf unsere Seite zu ziehen, was wir in den letzten zwei Spielen eben nicht geschafft haben. Und die Wolfsburger Allgemeine nochmal, Thomas. Es gab ja im Laufe der Woche viele Appelle an die Zuschauer, an die Stadt, ins Stadion zu kommen, die Mannschaft zu unterstützen. Wie haben Sie das empfunden, die Atmosphäre im Stadion? Ich fand, dass die Zuschauer heute ein sehr, sehr gutes Gespür hatten dafür, was heute zu erwarten ist. Und keiner hat sich auf ein fußballerisches Leckerbissen eingestellt. Das, glaube ich, war von vornherein klar. Und trotzdem hat sie sehr, sehr toll die Jungs unterstützt, auch wenn mal eine Aktion nicht super zu Ende gespielt wurde. Aber ich glaube, es war so eine Grundstimmung, die sehr positiv war. Und die hat uns schon über die eine oder andere Schwächephase getragen, muss ich sagen. Und das war für uns ganz, ganz wichtig, dass wir da auch diese Botschaft senden vor dem Spiel und auch den Zuschauern eben eine Spur weit auch mitgeben, wie wichtig sie für uns sind in diesem Moment. Die sind immer wichtig, aber in diesen Momenten vielleicht noch eine Spur mehr. Ja, nochmal an Heiko. Jetzt gab es halt 8 Spiele ohne Sieg, 6 Niederlagen. Auch der Trainerwechsel hat vom Ergebnis nicht den erhofften Effekt gebracht, den Trainerwechsel zu dir. Wo kannst du denn ansetzen, auch mental, dass die Jungs an sich glauben, dass da noch eine Wende kommen kann? Kann ich nachvollziehen, das ist Fakt, das ist richtig. Wir werden wieder versuchen, in dieser Woche diese Dinge, die wir noch nicht so gut machen, anzusprechen. Natürlich arbeiten wir auch mit den Spielern, führen viele Gespräche. Wichtig ist, dass die Spieler auch das kapieren, wo wir überhaupt stehen und dass wir nur das gemeinsam schaffen können. Ja? Und dass du ein Bewusstsein schaffst für diese Situation. Und klar ist, dass du dich noch mehr fokussieren musst, ja? Dich noch mehr zusammenrotten musst, um dann deine Stärken auf den Platz zu kriegen. Aber dass das nicht einfacher wird, das ist uns ganz klar. Ja, unten die Mannschaften punkten. Wenn du so viele Spiele nicht gewonnen hast, dann fängt es an, im Kopf zu rattern. Ja, aber dafür sind wir da, zu arbeiten. Bietet dich übers Training an, schafft da Spielformen, ja, wo du genau dich dann auch freispielen kannst, um dann am Wochenende zu performen. Ja, und wir nehmen uns klar vor, das nächste Heimspiel zu Hause gegen Hoffenheim dann zu gewinnen. Also das muss unser Anspruch sein. Das müssen wir aber auch wissen, dass es nicht mehr so viele Gelegenheiten gibt. Ja, und das ist jetzt das Ziel, die Köpfe so weit frei zu bekommen in dieser schwierigen Situation. Es brauche ich, glaube ich, niemand sagen, es geht wahnsinnig viel über Selbstvertrauen. Ja? Und das Selbstvertrauen musst du den Spielern wieder irgendwo zurück, das musst du selbst zurückholen, das musst du dir erarbeiten. Ja, und dann musst du die Spieler finden, die für diese Situation dann auch gemacht sind. Okay, dann ist alles beantwortet. Vielen Dank und euch wünschen wir eine gute Rückreise. Vielen Dank.